Das Spiel nimmt da kein Blatt vom Mund teilweise. Wenn ich an deiner Stelle wäre, hätte ich große Angst. Ich habe keine Zeit, um mir über andere Leute Gedanken zu machen. Ich habe selbst genug Probleme. Diese Sklaven sind im gleichen Alter wie du. Denk daran, es gibt überall Menschen, die so leben wie diese hier. Hey Kleiner, dies ist kein Ort für kleine Kinder. Verschwinde. Oder bist du etwa hier, um einen Sklaven zu kaufen? Ja, so ist es, werter Mann. Nun denn, ich glaube dir zwar nicht, aber du hast Mut. Schau dich also um, Kleiner. Hi, Jungs. Mein Name ist Imas. Ich kam mit dem Schiff aus dem fernen Asien hierher. Asien, ja? Reale Welt. Ich gehöre einem Jägerstamm an. Wenn wir Hunger haben, jagen wir Tiere. Alle Tiere in unserem Gebiet wurden Opfer einer unbekannten Seuche. Oh, das ist schlecht. Ich bin Remus. Als unser Vieh verschwand, hatten wir nichts mehr zu essen. Das Schicksal machte uns zu Sklaven. Wir konnten nicht ahnen, was uns erwarten würde und wo wir landen würden. Ich bin Sam. Letzte Nacht befreite uns ein Mann namens Erik aus den Klauen unserer Peiniger. Doch kurze Zeit später wurden wir wieder gefasst. Nun wird Erik in einem Haus der Stadt festgehalten und verhört. Hilf ihm, Fremder. Hey, danke, das war hilfreich. Ihr armen Schweine, ey. Sehr uncool. Sehr uncool, oder? Warum stehst du hier? Einer der Hotelangestellten wurde von einem Sklavenhändler ermischt. Ja, Erik. Macht Sinn, dass der auch im Hotel gearbeitet hat. Ich habe einen der Sklaven aufgenommen, die gestern befreit wurden. Ich tat es aus Mitgefühl, doch ich werde ihn den Händlern wieder ausliefern müssen. Bitte verrate ihn nicht, hoppla. Was mit mir geschieht, ist egal. Ich will nur, dass ihm nichts passiert. Ja, mach besser zu hinter mir. Ist wirklich besser. Also, wir können uns denken, welches Haus gemeint ist, oder? Mach auf, Penner. Habt ihr von jemandem namens Erik gehört? Der Name ist mir gänzlich unbekannt. Warum fragst du? Will, bist du das, Will? Rette mich! Sei still, verhalte dich ruhig. Öffne die Tür, oder ich werde die Tür eintreten. Machen wir. Sie sind weg. Ich traue meinen Augen nicht. Du bist gekommen, mich zu retten. Nie hätte ich gedacht, dass mich hier jemand findet. Der Mann lief erschrocken davon. Ich versuchte, mich ins Lager zu schleichen, um die Brüder zu befreien. Doch ich wurde entdeckt und gefangen genommen. Die Sklaven müssen in der Diamantenmine arbeiten. Ich kenne den Ort. Bitte befreie sie. Will erfährt die Lage der Diamantenmine. Ja, jetzt müssen wir in einer Ausbeutermine uns Sklaven befreien. Harter Tobak, oder? In der Art, wie es hier präsentiert wird, es wird nicht als heroisch gezeigt oder so. Es ist nicht der Fokus auf dem heroischen, ha, du bist der Retter, du tust das Gute. Nein, es ist der Fokus auf dem übel schlechten Sein-Zustand. Es wirkt wie ein Tropfen auf einen heißen Stein, dass man ein paar Leute rettet. Das Elend wird einem so nah präsentiert. Das kann das Spiel ganz gut. Das kriegt das noch des Öfteren hin, glaubt's mir. In der Diamantenmine herrscht Totenstille. Dein Blut beginnt zu frieren, als du die Schreie aus dem Inneren der Höhle hörst. Und hier gibt's Echsenmenschen. Gut. Halbwegs genug der dunklen Inhalte. Wir können wenigstens mal wieder kämpfen. Wir können irgendwas hauen. Und das ist angenehmer. Als Freedom wäre es noch angenehmer, muss ich sagen. Nein. Vorbeigepeitscht. Hier liegt ein Schädel rum. Die Dinger haben Abwehr, das ist ja uncool. Noch zwei. Und noch du, kleiner Echsen-Dino-Mann. Und Leben! Wenn es so weitergeht, dauert es nicht mehr lang, dann haben wir den ersten Balken komplett voll oben. Die erste Reihe an Lebensblubbel.
24 Gegner. Das sind ein paar, oder? Hier steht was. Aufzugsschacht. Benutze die Tür, um zum Aufzug zu gelangen. Da ist ein Schloss an der Tür. Dann fehlt uns wohl der Schlüssel. Oh, da ist schon einer. Lass den Rodu Penner, der macht doch überhaupt nichts. Ich flehe dich an, löse meine Ketten. Bam. Außer mir sind noch 7 weitere Männer hier gefangen. Bitte rette sie. Wir haben einen gerettet. Eine arme Sau hat's nicht mehr ganz so schwer. Die Augen. Die Augen schießen Laser. Ja, genau die. Und wenn sie keine Lust mehr haben, werden sie einfach zu Stein und unverwundbar. Die Augen sind ganz uncool, die machen keinen großen Spaß. Die Echsenmänner sind da viel, viel umgänglicher. Oh Gott, gleich 2 Augen. Aua, ins Kreuz. Ja, wir können den Laser nicht abwehren. Dass der eben durch uns durchgegangen ist, war nur so ein bisschen Bug im Spiel. Gut, die hätten wir auch. Noch 15. Also die Gegner gehen jetzt hier nicht so schnell aus, würde ich sagen. Da ist noch einer. Uiuiuiui. Das können wir aber abwehren. Kling. Lass den doch mal in Ruhe, du fieser Penner, du. Klack, du bist frei. Danke, du hast mich gerettet. Mein Geheimnis soll dein Lohn sein. Es gibt einen Geheimraum in der Mine. Sein Eingang liegt hinter einer der Mauern. Du findest ihn, wenn du den Wind spürst, der durch die poröse Mauer weht. Du wirst den Wind in deinen Haaren spüren. Dankeschön. Schönes Leben wünsche ich. Ja, geh doch tot. Ah. Noch Augen. Tolle, tolle Augen zu verkaufen. Noch 9. Da unten ist eine Kiste. Noch mehr Heilkräuter, denke ich. Oder vielleicht ein Juwel, das kann auch sein. Ein Wurm stellt sich uns in den Weg. Ach, ich habe den Dingern schon wieder nicht wirklich Namen gegeben, naja. Ich bin nicht so fantasievoll und gut wie Funk in der Beziehung. Irgendwie nenne ich sie schon, das sind halt die Echsenmenschen, das sind die komischen Würmer, die aus dem Boden kommen. Das andere sind halt die Augen, man weiß ja, was gemeint ist. Nein! Knapp. Warum müssen die Würmer so eine große Abwehr haben? Hier kommen wir nach oben, hier ist ein Schalter. Den ich jetzt 5-mal gedrückt habe. Ich habe jetzt keine Ahnung, was er gemacht hat oder was es bringt. Noch ein Schalter. Okay. Und noch ein Echsenmann. Dann denke ich doch mal, unten wird noch ein Schalter sein, oder? Ja, unten Wurm. Das war der letzte. Ab Angriffskraft. Deine Stärke hat sich erhöht. Gut, das waren alle 4. Jetzt hat's klack gemacht. Ah, und hier ist jetzt offen. Gut. Das war dann wohl das. Hier gibt's nur 6 Gegner. Das ist nicht viel. Machen wir noch 5 draus. Noch 4. Der ist schon so gut wie tot. Da ist noch ein Wurm. Da ist ein Auge. Fehlt nur noch einer, den wir noch nicht gesehen haben. Hier runter gehen wir noch nicht. Wir haben noch Gegner vor uns. Es ist bestimmt Abwehrkraft, oder? Was meint ihr? Ich denke, Abwehrkraft ist wieder dran. Mir fehlt noch einer. Ah, da ist er doch. Abwehrkraft. Genau richtig. Ich bin gut. Meine Abwehr hat sich erhöht. Und ich würde sagen, da ist ein Speicherpunkt frei geworden. Hallo, hallo, hallo. Frieden. Frieden. Komm, 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 komm. Ja, Frieden. Schön, natürlich verwandeln wir uns in Frieden. Wir wollen uns immer in Frieden verwandeln. Außer wir müssen ein tolles Flötenlied spielen. Hi, Gaia. Keine Tipps, kein irgendwas. Reise fortführen. Ich sag zwar ja, aber ich mache nein. Wir sehen uns ein andermal wieder. Ich mache später weiter oder so. Danke fürs Zusehen. Bis bald.